Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge vom Spiel Medieval Dynastie. Ja, in der letzten Folge haben wir hier aufgehört und es war, glaube ich, sogar noch ein bisschen dunkler. Was mich ein bisschen verwirrt, dass ich irgendwie nirgendwo den Mond sehen kann. Aber es trotzdem so ein bisschen hell und dunkel um mich herum ist. Wir haben lange Zeit gesucht, um einige Sachen machen zu können und zwei Steine zu finden und damit dann hier einige Sachen machen zu können. Jetzt ist meine Nahrung ziemlich am Ende. Und da können wir nur die Birkenzweige sammeln. Schilf sammeln, Moment. Aha. Ich habe keine Ahnung, wofür das Schilf jetzt schon wieder ist, aber das machen wir auf jeden Fall auch. Also das sammeln wir auch ein. Das könnte vielleicht sein, keine Ahnung, kann man damit Klamotten machen oder so? Ich weiß es. Ach, das ist Stroh. Ach, ich bin auch so doof. Ah, perfekt. Okay. Ja, perfekt. Oben links kann man das gerade so schön sehen. Für alle, die genauso clever waren wie ich und das jetzt nicht gesehen haben. Ja, das ist perfekt. Oben rechts steht schon gar nicht mehr drin, dass wir Stroh sammeln sollen. Weil das wahrscheinlich, ja, vielleicht für die ersten Klamotten oder so gedacht war. Oder vielleicht auch zum Bauen. Das kann natürlich auch sein. Wir sammeln hier erstmal so ein bisschen was weg. Weil da brauchen wir bestimmt unheimlich viel von, nehme ich mal an. Das ist immer so eine Sache. So, dann gehe ich jetzt gleich nochmal kurz was trinken im Wasser. Kann ich hier, da? Aus dem Wasser hier vorne möchte ich jetzt eigentlich nicht trinken, aber okay. Gut. Fähigkeiten. Genau, das war das, wo wir keinen Talentpunkt bekommen haben. Doch, einen haben wir hier bekommen, beim Überleben. Okay, Überlebenskenntnisse. Da können wir jetzt nichts sehen. Überempfindlichen Arbeit, eiserne Leber. Größere Widerstandsfähigkeit geben Vergiftung. Ja, das ist so eine Sache bei mir mit Vergiften, weil ich meistens immer die Sachen finde, die einen wirklich vergiften. Überlebenssinn. Erfassen von Pilzen, Federn und Kräuter im Entdeckermodus. Okay. Plus ein Fertigkeitspunkt von Survival-Fähigkeit. Stark wie eine Eiche, 10% mehr Gesundheit. Das wäre natürlich nicht schlecht. 10% langsamerer Nahrungs- und Wasserverlust. Das ist jetzt für mich persönlich gerade aktuell sehr wichtig, weil das irre schnell geht. Das ist abartig. Das ist ja das, was bei den meisten Spielen richtig kacke gemacht ist, dass man wirklich trinken und essen muss. Das will keiner, aber überall machen sie es rein. Ein größeres Fischernetzlimit. Also wir nehmen erstmal hier einen Punkt rein. Level erhöhen. Okay, also F kann ich nicht machen. Oder wir machen keinen Punkt rein, weil ich nicht weiß, wie. Talentpunkt zum Ausgeben. Okay, also das F möchte er irgendwie nicht haben. Linke, rechte Registerkarte. Linke, rechter Skill. Muss ich das groß schreiben oder so? Nö, also irgendwie möchte er die Punkte nicht vergeben. Es kann natürlich sein, dass das mit der Alpha-Version zu tun hat, beziehungsweise Beta-Version. Es kann natürlich auch sein, Überlebenskenntnisse. Ach, dass die noch nicht freigeschaltet sind vielleicht. Stufe, ja klar, Stufe 1, Stufe 2. Ich sehe hier nirgendwo eine Stufe von uns, aber wir haben anscheinend nur Stufe 1 freigeschaltet. Okay, ja. Bessere Temperaturtoleranz. Wäre natürlich auch nicht schlecht. Wir machen mal hier einen Punkt rein, wenn das geht. Ja, jetzt kann... Ah! Jetzt, wo ich den ersten Punkt reingesetzt habe, dann ist das zweite hier freigeschaltet. Die zweite Strecke. Okay. Gut. Gut zu wissen. Wir haben ja gesagt, dass wir mal schauen, dass wir hier rüber gehen und dann eventuell auf der anderen Seite ein Haus bauen. Oh, die Steinaxt nutzt sich auch ab. Das ist nicht gut. Wieso kann ich nicht mehr laufen? Hallo? Wieso kann ich nicht mehr laufen? Leute, ich bin am Sprinten. Das ist normal. Das ist Ducken. Okay, also ich kann
nicht mehr laufen. Ich weiß nicht warum. Ob jetzt irgendwas verbuggt ist oder. Keine Ahnung. Stein, 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 Stein. Also ich kann euch nur einen Tipp geben, wenn ihr das Ganze selber spielt. Lauft einfach durch die Gegend, schaut immer nur nach unten, ignoriert alles, was um euch herum passiert. Hauptsache, ihr findet die Steine. Ich könnte jetzt aber auch keinen Tipp geben, wo die Steine jetzt sind. Also bisher habe ich sie, glaube ich, oft in der Nähe von irgendwelchen Blümchen oder so gefunden. Aber es kann natürlich jetzt auch Zufall sein. Okay. Wir sind auf jeden Fall jetzt schon mal auf der anderen Seite. Oder bin ich jetzt, das wollte ich gar nicht nehmen, oder bin ich jetzt so überladen, dass ich nicht mehr laufen kann? Ich habe eigentlich gedacht, dass das nach rechts geht, weil normalerweise geht ja von links nach rechts, geht das dann aber schwerer. Ich sehe auch gerade, wir müssen mal was essen. Moment, hier ist ein Haferbrötchen. Das würde ich gerne essen. So. Ne, aber jetzt kann ich immer noch nicht laufen. Also am Essen lag es auf jeden Fall nicht. Ein Stein, ein Stein. Perfekt. Moment, wir wollten irgendwas mit dem Stein bauen. Ich habe noch keine Ahnung mehr, was wir jetzt eigentlich damit bauen wollten. Nein! Scheiße! Nein! Willst du mich... Was habe ich denn jetzt gebaut? Ein Holzhammer, den habe ich doch schon. Willst du mich verarschen? Och, Mann. Stock, Stroh. Das können... Die Fackel können wir auf jeden Fall auch bauen. Das ist schon mal sehr gut. So, dann müssten wir jetzt mal gucken. 8. Da würde ich gerne die Fackel reinmachen. Einfache Fackel. 8. Kann ich nicht. Ausrüsten. Ach so, die ist hier rechts drin. Ah, okay. Haha. Jetzt sehen wir auch mal was. Wenn uns hier irgendwas über den Weg laufen sollte. So, was ich aber eigentlich versuchen wollte. Moment, Gebäude. Kleines Haus. Ich weiß zum Beispiel jetzt nicht, das Gebäude ist zu uneben. Das Gelände ist zu uneben, nicht das Gebäude natürlich. Okay, aber scheinbar kann ich hier auf der Seite irgendwo bauen. Das ist zu uneben. Ich könnte jetzt theoretisch doch... Oh, Moment. Hier war was? Hier kann ich bauen? Kann ich auch ein bisschen mehr nach hier? So. Das war jetzt ein Fehler von mir. Ich hätte direkt stehen bleiben sollen. Moment. Drehen. Wo ist denn... Wo ist denn hier der Eingang überhaupt? Da ist ein Fenster. Ach so, da war der Eingang. Hier war der Eingang. So. So. Wieso kann ich das dann nur so schräg bauen? Das ist doch scheiße. Halt, stopp. Da war was. Aber nur, wenn ich das drehe, oder? Da. Ach, du kannst nicht mal. Ich baue das jetzt einfach hier. So. Das ist ein ganz tolles Haus, was ich jetzt hier gebaut habe. Ja, keine Ahnung, wie es jetzt weitergeht. Haben wir denn irgendwo Inventar? Wir haben doch eben einen Hammer gebaut. So ein Bauhammer. Hölzerner Hammer. Wir nehmen jetzt erstmal den, der sowieso schon kaputt ist. Den mache ich jetzt mal auf die 2. Das funktioniert jetzt. Da, wo man es nicht unbedingt braucht, da funktioniert es dann. Ah, Moment. Aha, okay. So, dafür brauche ich ein Rundholz. Und Stöcke. Ist das richtig so? Habe ich das jetzt gemacht oder habe ich das jetzt nicht gemacht? Nee, es ist noch nicht drauf. Hä? Jetzt brauche ich wieder ein Rundholz. Also ich würde sagen, dass wir erstmal Rundhölzer holen. Das ist hier irgendwie ein bisschen seltsam. Aber wir haben da oben schon mal so ein bisschen was aufgebaut. Also da bin ich jetzt schon mal sehr stolz. Moment, da war gerade irgendwas mit Beere. Da, da, bleib stehen. Da. Ach, das sind diese Sträucher hier. Oh, sehr gut. Dann haben wir nämlich auch was zu essen.
Ich hoffe, das spawnt dann auch wieder neu. Was ja eigentlich logisch wäre, ne? Man muss ja dann die Bären, das Einzige, was ich nicht weiß, wenn das wirklich so richtig realistisch ist, dürften ja dann irgendwann die Sachen auch schlecht werden, nehme ich mal an. Das wäre natürlich Mist. Drei unreife Bären. Ach so, wieso sind die unreif? Und echtes Johanniskraut haben wir noch gefunden. Ja gut. Wir hacken jetzt erstmal ein bisschen. Baum fällt. Hoffentlich nicht auf mein Haus. Bleib stehen. Hallo. Jetzt aber. Komm. Ja, geht doch. Eins, zwei. Wo ist der Rest? Waren das jetzt nur zwei oder was? Moment, Rundholz. Drei. Vier. So, geht doch. Also, machen wir hier mal so rundherum, würde ich mal sagen. Das Problem ist nur, ich meine, trinken, okay, wir können ja immer da zu diesem Wasser laufen. Aber das Problem ist, wir müssen was machen, dass wir dann auch was zu essen haben. Das heißt, ich werde mal gucken. Ich hoffe, das fällt jetzt wirklich nicht auf das Haus drauf. Stehe ich da vielleicht vor? Hallo? Baum fällt! Baum wollte nicht fallen. Baum fällt immer noch nicht. Hallo? Sag mal, was war das denn für ein Baum hier? So. Eins, zwei, drei. Da war noch irgendwo was anderes. Da. Komm, geh hin. Du bist gleich eh wieder. Boah, das ist schlimm. Das kenne ich aus anderen Spielen, wenn man sich dann gar nicht mehr bewegen kann. Oder bei Conan, da ist es zum Beispiel auch wahnsinnig ätzend gewesen. Also da haben wir das dann immer so gemacht, dass wir Essen und Trinken, glaube ich, ausgeschaltet haben, weil das sehr nervig ist natürlich in so einem Spiel. Und ich weiß gar nicht, ob wir die Kapazität noch ein bisschen erhöht hatten, keine Ahnung. Mit E kann ich was editieren. Wände mit Fenstern. Wände. Wände mit Türen. Okay. Flechtwand mit Tür. Das soll hier aber auf jeden Fall rein. Die Frage ist nur, wie kriege ich das hin? Ah, jetzt. Haha. Jetzt. Aber wie kriege ich die Tür jetzt auf? Leute, das ist jetzt schön. Ach so, der geht einfach auf, wenn ich da... Okay. Okay. Das ist in Ordnung. Ich wollte gerade sagen, das ist jetzt schön, aber wie komme ich da jetzt wieder raus? So, perfekt. Jetzt haben wir hier auch endlich mal so sechs Rundhölzer, aber er braucht hier anscheinend nur die Stöcke. Jetzt kommen wir zumindest dem Ganzen mal ein bisschen näher. Also er braucht nicht nur die Stöcke, sondern er braucht auch das Rundholz oben. Aber er zählt letztendlich dann nur noch die Stöcke runter, weil wir davon hätten wir doch mehr Stöcke am besten noch mitgenommen. Aber gut. Kriegen wir das noch hin? Ja, das kriegen wir noch hin. Nur die Decke könnte ein bisschen kompliziert werden. Wir haben unser erstes Haus gebaut. Ist das nicht schön? Ein einfaches, kleines Haus, wo wir sowieso keinen Platz für gar nichts haben. Aber es ist unser erstes Haus. Da brauchen wir auch wieder Rundholz dafür. Okay, gut. Da hauen wir einfach die Tür weg, indem wir rausgehen. Das ist doch wunderbar. Versuche ich mal hier so ein bisschen in der Nähe die Bäume alle abzuholzen. Alles andere wäre natürlich Blödsinn. So, Baum fällt. Nein, stell dich daneben. Tschakka. Ja, so ist gut. Eins, zwei. Wo sind die hingesprungen? Drei. Vier. Was ich jetzt mal gucken muss. Weitere. Lagerfeuer, das ist auch noch so eine Sache. Einfaches Lagerfeuer, nur mit Stücken gemacht. Brennholz. Die Frage ist halt, ist das jetzt nur zum Wärmen oder ist das auch, damit ich mir da was kochen kann oder so? Ich wollte auf jeden Fall wegen der Falle nochmal eben gucken. Da haben wir auf jeden Fall noch genug Dings für. Genug Hölzer für. Die machen wir einfach mal so hier vorne rein. So klatsch. Da war was, was wir nehmen konnten. Moment. So.
So, man weiß ja nicht, ob man mal was fängt, ne? Ich würde normalerweise auch sagen, dass wir davon sogar zwei machen. Gebäude, weitere. Was waren das hier? Ach so, Möbel. Aber das sind wahrscheinlich alles nur Waschzuber, Zielscheibe. Ja, es sind so Sachen, die wir jetzt so vermutlich gar nicht so brauchen. Zäune können wir jetzt im Moment eh noch nicht machen. Da können wir auch nichts mehr für machen. Okay, also wir brauchen Stöcke. Sie liefert eine kleine Menge Fleisch und Fell. Was? Wie? Ich muss die Fackel dann immer neu machen. Wollt ihr mich veräppeln? Wie dämlich ist das denn hier gemacht? Ein Stock und Stroh. Da brauche ich doch Unmengen an Stroh für diese Fackel. Also ich mache die jetzt mal, aber ich rüste die jetzt nicht aus. Das wäre jetzt... Da bin ich jetzt zu eitel für, ganz ehrlich. Beziehungsweise das sehe ich jetzt... Oh, hier ist nochmal Johanniskraut. Das sehe ich jetzt echt nicht ein. Kann man das eigentlich... Johanniskraut ist nicht... Ach doch, hier unten. Kann ich nur so essen. Ach so, reduziert Vergiftungen. Ah, okay, das ist gar nicht... Ja, das ist schon irgendwie so ein bisschen zum Heilen. Okay, dann nehmen wir noch mal ein paar Stöcke hier mit. Echtes Johanniskraut war noch irgendwo. Da. Komm, nimm den Stock. Kannst von mir aus auch das Johanniskraut nehmen, aber nimm erstmal den Stock. Wir brauchen da nämlich ganz viele jetzt von. So. Aber das mit den Steinen ist immer noch sehr blöd gemacht. Also die erkennt man ja jetzt gar nicht mehr so. Okay. Wir bauen das, wie gesagt, hier mal so ein bisschen noch frei. Hier haben wir auch nochmal Stöcke. So. Die Steinaxt wird uns jetzt aber auch bald kaputt gehen. Das ist jetzt der große Nachteil daran. Fallen wir hier nicht auf die Falle drauf, ne? Wollte ich dir nur gesagt haben. So. Du bist doch gerade auseinandergesprungen. So, jetzt Rundholz. Wo ist der Rest vom Rundholz? Hallo? Stein, 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 Stein. Oh, eine Feder. Oha. Wo kam die her? Noch eine Feder. Kann ich die schon mal einsammeln? Oh, ein Stein. Stein. Kiefernzweige. Ah, die bringen Stöcke. Okay. Das ist gut. Gut zu wissen. Das sind diese etwas größeren, buschigen. Da ist noch ein Rundholz. Da müssten aber eigentlich noch zwei Rundhölzer oder so liegen, oder? So, baue dein erstes Haus. Ja gut, das ist jetzt natürlich noch nicht fertig, weil wir noch nicht genug Stöcke und Rundhölzer haben. Jetzt wird es langsam wieder hell. Das ist sehr schön. Das ist sehr, sehr schön. Wir machen hier noch so ein bisschen... Platz drum. Moment, da waren Stücke. Und ein Stein. Perfekt. So. Wo habe ich mich jetzt gerade erschrocken? Ich habe anscheinend irgendwie wieder ein neues Level bekommen. Moment, Stein, Stein. Also, ich blicke noch nicht ganz durch mit den Leveln. Anscheinend müssen wir einfach nur was tun. Also, sprich, was einsammeln in erster Linie. Und dann bekommen wir irgendwann mal ein höheres Level. Es steht leider nirgendwo was drin. Also normalerweise hat man ja Prozentanzeigen nicht auf das Haus drauf. Das habe ich doch im Schweiße meines Angesichts hier erst gemacht. So, Rundholz. Rundholz. Oh, dein Ernst? Ich kann mich jetzt fast gar nicht mehr bewegen. Oh Gott. Also, es tut mir leid, liebe Leute. Das ist ja abartig. Da kann man noch nicht mal ein paar Sachen hier tragen. Da kann man sich schon nicht mehr bewegen. Das ist wirklich, wirklich, wirklich abartig. Also, ich denke mal, ich werde jetzt eine Stunde oder so brauchen, bis ich die paar Meter da bis zum Haus gelaufen bin. Ich schneide das Ganze mal raus und dann sehen wir uns gleich wieder. So, ich war jetzt ganz clever. Ich habe mal das Enthäutungsmesser gemacht und deswegen kann ich jetzt etwas schneller laufen. Deswegen sind wir jetzt endlich wieder angekommen. So, dann schauen wir mal eben, was wir hier machen können. Wir müssen hier oben noch ein Stückchen bauen.
So ein bisschen was kriegen wir ja noch hin, noch nicht so besonders viel, aber immerhin etwas. Und wir können uns dadurch natürlich auch wieder besser bewegen, weil unter anderem natürlich die Rundhölzer dann auch weg sind. Die sind ja sehr, sehr schwer. Jetzt muss ich nur aufpassen. Ich muss wieder mal was essen. Und ich habe nicht mehr so wirklich viel. Moment, Essen war F. So, ich muss auch gleich dringend noch was trinken gehen. Ist, glaube ich, schon alles, oder? Oder müssen wir das auch? Ah, und dann. Ah! Das ist ja cool. Also, wenn man das Haus fertig gebaut hat, dann hat man hier ein Bett, wo man schlafen kann. Und sogar ein Doppelbett, wo man schlafen kann. Wahrscheinlich, um dann die Nacht zu überspringen. Das wäre natürlich mega geil. Dann haben wir hier eine Truhe, da können wir dann theoretisch auch Sachen reintun, was natürlich doppelt geil ist, weil. Ja gut, die Münzen, die müssen wir sowieso mitnehmen. Aber die Rundhölzer zum Beispiel, wenn wir jetzt viele Rundhölzer haben, könnten wir die theoretisch da reintun. Transfer. Genau, und dann steht hier, wie viel man rüber tun möchte. Das ist ja super. Die Federn, mit denen kann ich jetzt im Moment noch nichts anfangen. Jetzt kriege ich auch noch einen Schluck auf. So, alle. Zack. Geht jetzt in meinen Speicher rein. Gut, das sind natürlich jetzt nicht so viele gewesen. Aber nur um das mal zu sehen, das akzeptieren wir. Die Beeren tun wir auch da rein. Trockenfleisch, das ist wahrscheinlich, ist es. Es hält länger als Fleisch oder gebratenes Fleisch und dehydriert weniger als gesalzenes Fleisch. Okay. Eine Nahrungsressource, die roh verzehrt werden kann. Das sind diese Pilze. Sie stellt eine kleine Menge Nahrung wieder her. Ja. Wegerich. Der heilt mich auf jeden Fall. Gewicht 0,2. Gut, die haben natürlich jetzt alle nicht so viel Gewicht. Einfache Fackel. Es hält für 8 Stunden. Es kann unterwegs in der Jagdhütte gecraftet oder gekauft werden. Ja, aber die ist doch jetzt kaputt. Was will ich denn dann damit? Die tun wir einfach mal da rein. Keine Ahnung. Steinmesser, das ist ja das, was ich eben noch gemacht habe zum Häuten von Tieren. Kann im Buch, in der Werkstatt und in der Schmiede hergestellt werden, das ist klar. Stöcke und Stroh brauchen wir natürlich jetzt erstmal für so, also für unterwegs. Ja, wir machen es jetzt erstmal so. Dann gucken wir hier aber mal eben. Kessel kochen. Steinlagerfeuer, entzünde ein Feuer. Roggenkorn, Haferkorn, Kohlfleisch, Kohlsalzfleisch, Karottefleisch, Karottesalzfleisch, rote Beetefleisch und rote Beetesalzfleisch und Zwiebelgebratenes Fleisch. Das ist super. Das heißt, wir haben keinerlei Ressource, um irgendwas zu kochen. Okay. Jetzt ist es auf jeden Fall auch schon mal viel heller. Das ist wunderbar. Wir haben uns über Nacht dieses schöne Häuschen hier gebaut. Und ehrlich gesagt, ja, ich bin sehr stolz darauf, weil, ja, ich denke, ich darf stolz darauf sein, weil es ein schönes Häuschen ist. Ich würde sagen, dass wir dann für diese Folge erstmal einen kleinen Cut machen und dass wir dann in der nächsten Folge mal gucken für Kapitel 2, ein Überlebenskünstler. Da müssen wir einen hölzernen Speer herstellen, auf Jagd gehen, dass wir ein wildes Tier finden und eine Jahreszeit überleben. Das könnte schwierig werden, zumal ich auch keine Klamotten und nichts habe. Aber gut, das werden wir dann sehen. Bis zur nächsten Folge. Ciao.